weiter geht's mit Teil 2. Herzlich willkommen in Yucca Mountain bzw. im zweiten Teil der Trash-Granaten-Trilogie, die ich ja gerade eben vorstelle. Und zwar handelt es sich, wie ihr hinten lesen könnt, um Carnosaurus 2 Attack of the Raptors von 1995 oder eben auch einfach nur der normale englische Titel Carnosaur. Die FSK ist wieder 18 und wenn man die hat, ist er auch uncut. Also so viel mal dazu, aber das ist, versteht sich ja sowieso wieder mal von selbst. Bevor ich jetzt aber auf Regisseur, Darsteller, Handlung und so weiter eingehe, nochmal ein ganz kurzes Entschuldigung von mir. Ich war die letzten Tage nicht wirklich anwesend, habe auch keine Kommentare bei irgendjemand hinterlassen oder konnte mir Videos ansehen. Da waren einige private Probleme, die jetzt gelöst sind, Gott sei Dank. Nichts dermaßen Dramatisches, aber Auto kaputt, Vater im Krankenhaus und so weiter. Urlaub war ich letzte Woche auch noch, eine Woche Malle. Und jetzt ist alles unter Dach und Fach. Alles wieder geklärt, alles wieder fein. Und jetzt kann ich auch wieder regelmäßig hier wieder ein Video raushauen. Der Slasher des Monats für Oktober, den bin ich euch auch noch schuldig, ich weiß. Da werde ich diesen Monat wohl zwei Stück drehen müssen. Einen für den letzten Monat und dann eben für diesen. Sorry dafür, falls einer drauf gewartet haben sollte. Beschwert hat sich ja bis jetzt zum Glück noch keiner. Aber deswegen sind wir ja nicht hier. Sondern jetzt sind wir wieder bei einer Trash-Granate zu Carnosaurus 2. So, fangen wir an. Ich hoffe, ihr habt wieder Zeit mitgebracht, denn das wird mit Sicherheit wieder ein langes Review. Beziehungsweise, ja, genau. Ein Review. Ich merke, ich bin eine Weile nicht mehr vor der Kamera gesessen. Man möge es mir verzeihen. Ja, Regie hat Louis Morneau geführt. Den könnte man, also es gibt Filme, die man mit Sicherheit von ihm schon gesehen hat, wie Soldier Boys oder Bats fliegende Teufel, dieser Tierhorror mit den Fledermäusen, den ich auch hier habe. Oder auch Joyride 2, Dead Ahead, der Nachfolgefilm von Joyrides Spritztour mit Paul Walker und Lily Sobieski und so weiter. Ich habe alle drei Filme gesehen und ja, war okay, kein Ding. Produzent dieses Traumfilms war natürlich wieder Roger Corman. Wie gehabt, kommen wir zu den Darstellern. Da wäre zum einen John Savage, der hat eigentlich laut OFDB auch eine ziemliche Messlatte an Filmen hingelegt, wenn auch, ja, sage ich jetzt mal, nicht nur Nebendarsteller, aber auch hauptsächlich oder auch eben TV-Serien, wie zum Beispiel, eine Serie fällt mir jetzt gerade nicht ein, sorry, aber hier zum Beispiel Der Pate 3 hat er mitgespielt, oder They Nest, Tödliche Brut, dieser Kakerlakenfilm, dieser Tierhorror-Kakerlakenfilm, den habe ich auch hier irgendwo im Regal. Dann hätten wir Cliff DeYoung und Cliff DeYoung, wer Serien schaut, egal welche Art, muss diesen Mann auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Wenn man ihn sieht, erkennt man ihn sofort und er hat auf jeden Fall mitgespielt, hauptsächlich wie gesagt in Serien, nicht nur, aber hauptsächlich, zumindest laut UFDB, in der Robocop TV-Serie, die ich auch hier im Regal irgendwo stehen habe. Dann Mord ist the Hobby war er mal dabei. In der glorreichen 7 TV-Serie. Ja, es gibt von den glorreichen 7 nicht nur 4 Western Spielfilme, sondern auch eine TV-Serie in 2 Staffeln. Habe ich auch sogar zu Hause. Ist gar nicht ohne. Dann hätten wir noch Rick Dean. Und Rick Dean ist, glaube ich, soweit ich noch weiß, mit 56 Jahren verstorben. Das war, glaube ich, 2001 oder so. Und er hat mitgespielt in Carnosaurus 3. Ja, da kommt er wieder vor, allerdings in einem anderen Charakter als hier. Und Species 3 zum Beispiel, oder sein letzter Film müsste das gewesen sein, Angeralus, es reißt dich in Stücke. Also dieser Tierhorror mit dem mutierten Aal, Riesenaal oder was das ist, habe ich auch einmal gesehen, ist aber schon ewig her. Ich glaube, beim Release habe ich den mal gesehen.
Und dann hätten wir noch zum Beispiel Don Strutt. Und Don Strutt, ja, weiß ich jetzt nicht, ob der Name groß was sagt, aber er ist auch in aktuellen Produktionen immer noch tätig, laut OFDB. Oder war zum Beispiel in Perdita Durango oder jetzt eben aktuell, wenn ich das schon anspreche, relativ aktuell, Django Unchained. Mir ist er da jetzt nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich sein soll, obwohl ich ihn ja hier in diesem Film ja auch schon gesehen habe. Aber gut, so viel zu Darstellern, zu unserem Lieblingsproduzenten und zur Regie. Kommen wir nun zur Handlung von Carnosaurus 2, die Carnosaurus 1 eigentlich übergeht, wenn man so will. Also sie geht eigentlich gar nicht wirklich auf den ersten Teil ein. Ja, eigentlich gar nicht. Aber ist ja egal. Fangen wir an. Und zwar willkommen in Yucca Mountain, einer militärisch genutzten Uraniummine. Ja, alles klar. Ja, und jedenfalls ein Elektriker mit Cowboyhut. Ich weiß ja nicht, was die in Amerika für Arbeitsklamottenpflicht tragen. Keine Ahnung, müssen oder müssen sie nicht. Egal, auf jeden Fall, der läuft durch die Gänge dieser Anlage und sucht einen Defekt, der für Kabelschäden und Computerprobleme und Klimaanlageprobleme von der Hauptzentrale, überhaupt von dem ganzen Komplex, zuständig ist, quasi dieser Fehler. Ja, er läuft, er funkt auch noch kurz mit der Zentrale und wird dann im Off oder beziehungsweise man sieht im POV, wie er angegriffen wird von irgendetwas. Ich meine, wir sind ja nicht doof, wir wissen ja, was für einen Film wir schauen, aber der Film geizt anfangs mit der Offenbarung der Saurier. Also sie werden anfangs gar nicht gezeigt. Die meisten Morde passieren unblutig und im Off. Splatterig wird es erst gegen Ende. Wie auch immer, er wird im Off sofort verspachtelt. Dann kommt Joe Walker ins Spiel. Und Joe Walker, nein, das ist nicht unser Held. Ist ein weiterer Elektriker. Nachdem sie von dem Typ mit Cowboyhut nichts mehr gehört haben, schicken sie eben Joe Walker nach unten. Und der kann beim besten Willen nichts feststellen. Angeblich sei alles noch so wie vor ein paar Monaten. Monaten, glaube ich, wird sogar gesagt, als sie die Anlage gebaut haben. Also für so einen Riesenkomplex in ein paar Monaten den so hinzustellen, ja gut, top, wie viele Schwarzarbeiter wurden da wohl beschäftigt, ist ja egal. Und kann jedenfalls beim besten Willen nichts feststellen, obwohl er direkt vor dem riesen Kabelstrang steht, aus dem die Funken nur so sprühen. Egal, er kann nichts feststellen. Natürlich stellt er es dann doch fest, er funkt nach oben. Gibt Bescheid, fragt, wie viele Arbeiter heute hier sind. Das Ganze spielt im Moment in der Nacht. Und sein Chef fragt ihn, wieso Arbeiter, was willst du mit ihnen? Ja, ich dachte, einen Fehler reparieren eventuell, der ja eigentlich für Klimaanlage, Wartung und so weiter alles zuständig ist. Aber gut, wenn das nicht nötig ist. Wie auch immer, Walker will sich eigentlich wieder umdrehen und nach oben kommen. Er hört ein Geräusch, er findet seinen Neffen Jesse. Jesse ist, sagen wir es mal so, der Edward Furlong fürs kleine Budget. Also ihr versteht sicher, was ich meine. Denn Jesse hat auch so ein komisches Gerät bei sich, mit dem er sich in diese Geräte einhacken kann, wo man eine Karte durchzieht oder eine Karte reinstecken muss und tippt das dann in seinen kleinen Supercomputer und die Türen öffnen sich zwischen und er kann quasi im Komplex umherrennen, wo er will. Er kommt überall rein. Ja, dieser Jesse ist mit seinem Kumpel unterwegs. Sie dringen in das Sprengstofflager ein und werden von Joe Walker natürlich sofort erwischt. Er schimpft Jesse aus, bringt ihn nach oben, da er denkt, Jesse wäre für diesen Fehler verantwortlich, beziehungsweise für die Zerstörung der ganzen Kabel. Wobei ich mir denke, ja gut, so einen Kabelstrang runterzureißen, also welche Motivation hat dieser Kerl gehabt? Also, naja, ich sag ja schon, Edward Furlong fürs kleine Budget, Terminator 2, wer sich erinnert. Jedenfalls geht Joe mit Jesse in die Kantine, sagt seinem Chef natürlich, man hat kein Werkzeug, das zu reparieren, er soll in der Zentrale anrufen und ein Team herschicken, die das richten sollen.
Alles klar, sagt der Chef, geht von dannen. Jesse wird übrigens noch vorher von einem Gabelstaplerfahrer gezeigt, wie ein Gabelstapler funktioniert. Als ob das noch im Film vorkommt, ob das ein wichtiger Plotpoint ist. Huch, keine Ahnung. Und dieser Gabelstapler hat einen Hebel an der Seite, den er nicht benutzen darf, denn sonst öffnet sich eine Automatiktür, in der es 45 Meter nach unten geht. Ich glaube nicht, dass das nochmal im Film vorkommt. Nee, mit Sicherheit nicht. Jedenfalls schnappt er sich, Joe schnappt sich Jesse wieder, geht mit ihm in die Kantine und ja, jetzt mache ich es kurz, weil wir sind noch nicht bei unseren Helden angelangt. Sie gehen in die Kantine, versöhnen sich, alle haben sich wieder lieb, irgendwas stürmt die Kantine, alle tot, außer Jesse. So, der nächste Morgen bricht an und wir lernen jetzt endlich mal unser Team kennen. Und zwar besteht dieses Team aus Ben Kahane, das ist der Boss der Truppe und den gibt es nur echt mit Augenklappe. Dann hätten wir Jack Reed, das ist unser Held des Films, den gibt es nur echt mit Trauma, also man merkt von vornherein, er macht seinen Spind auf, sieht ein altes Familienfoto von seiner Frau und seinem Sohn und man merkt sofort, okay, irgendwas ist Schlimmes in seiner Vergangenheit passiert. Ein Trauma eben. Dann hätten wir noch Monk, also Monk, der Spitzname Brody, den wir im ganzen Film nie den wirklichen Vornamen hören, sondern nur Monk ist eben der Spitzname. Und der ist unser Großmaul und für die Gags zuständig. Also ja, passt schon. Dann hätten wir noch Sarah Rollins, das ist die Frau im Team. Und dann hätten wir noch Ed Moe Moses, also Moe, der Spitzname eben. Ja, das ist unser Schwarzer und somit, ach, vergessen wir Moe. Oh je. Naja, jedenfalls, das Team wurde gerufen und bestellt von Major Tom McQuaid vom Verteidigungsministerium und der Mann trägt weder eine Uniform noch hat er jemals Feindberührung gehabt. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass dem nicht so war. Der fliegt mit ihnen eben nach Yucca Mountain. Sie finden alles zerstört, verwüstet und ein paar Leichenteile und Blut liegen halt noch herum. Also hauptsächlich Blut, sonst alle Mitarbeiter verschwunden, keine Sau da. Alles zerstört, wie gesagt. Dann finden sie Jesse, der in einem Schockzustand leidet, aber dieser Schockzustand hält jetzt nicht so lange an, also wie auch immer. Und jedenfalls scheint Major Tom McQuaid über diese Zerstörung mehr zu wissen, als er seinem Team, das er mitgenommen hat, zugibt. Ja gut, bald darauf gibt es die ersten Toten, denn die Saurier, die da hier wieder rumlaufen, sind enorm hungrig. Gut, das war's mal zur Handlung von Carnosaurus 2. Und dann schauen wir uns wie gewohnt mal kurz die DVD an. So, und hier meine VÖ von Carnosaur 2 Attack of the Raptors, von Marketingfilm diesmal. Ich hoffe, ihr könnt alles erkennen, es ist mittlerweile schon dunkel, der Winter macht mich irre, wenn es immer so früh dunkel wird. Hier noch ein bisschen Werbung, wo drauf steht. Ich lese es euch jetzt am besten einfach mal vor, weil ihr könnt es wahrscheinlich, wenn ich es nahe hinhalte, eh nichts mehr lesen, obwohl, egal. Ich lese es euch am besten vor. Also Bildqualität bitte ich zu entschuldigen. So hart wie Jurassic Park eigentlich sein sollte. Naja, also Jurassic Park war ja auch jetzt nicht so ein Kind von Traurigkeit, abgesehen davon, dass es halt keine Splatter-Effekte hatte. Oder wirft Aliens und Jurassic Park in einen Topf, herauskommt nichts anderes als Carnosaurus Attack of the Raptors. Also damit ist schon mal ganz klar, wo dieser Film wieder kräftig klaut, vor allem bei Aliens. Und Jurassic Park ist es ja von vornherein klar und dann sage ich auch mal ein bisschen noch Terminator 2. Gerade dieser ja, Edward Furlong, so arme, dieser Jesse-Charakter, so sieht das Ganze von hinten noch aus. Also ist eigentlich so an VÖ schöner auf jeden Fall, allein schon auch vom Cover her, wie ich finde, als Teil 1 und Teil 3 ist auch so eine Frechheit, aber das werdet ihr bei Gelegenheit sehen. Hier könnt ihr noch ein paar Bilder, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Hier geht es ein bisschen um die Story. Ein fesselnder Action-Thriller für unerwartet, mit was voller unerwarteter Wendungen. Oh ja,
Ist das geil. Und dann eben auch noch der Originaltitel und ja, Darsteller und so weiter und so weiter. Also wie auch immer. Als Extras hätten wir zum Beispiel die Trailer-Show, Slideshow, Biografien, Filmbiografien und die, ja, das war es eigentlich auch schon. Und der Original-Trailer. Film geht 83 Minuten. Dolby Digital, Deutsch 2.0, Englisch 2.0. Also, wie gesagt, keine Freigabe unter 18 Jahren. Können wir auch mal kurz reinschauen, wenn ihr wollt. Hier die Kapitelanwahl. Ansonsten dasselbe in grün. Das ist die DVD. Sieht eigentlich auch ganz okay aus, wie ich finde. So, ja, auf jeden Fall besser als Teil 1. Und hier hätten wir noch, was ebenfalls von Marketing erhältlich ist, Sylvester Stallone in Randy. Also ich bin jetzt kein, ja, es ist ein schockierender Erotik-Thriller angeblich. Ich kenne nur Rambo, aber Randy, naja gut, wer es kennt, vielleicht kennt ihn einer von euch. Und eben Kapitelanwahl, ja, mit 8 Kapiteln. Gut, das war die VÖ von Carnosaur 2, Attack of the Raptors. Und jetzt kommen wir wieder mal zum Pro und Contra und auch zum Fazit. Ja, die DVD ist als VÖ ganz in Ordnung, kann man nicht meckern. Es war ja auch keine riesen VÖ, braucht man für diese Art von Film ja sowieso nicht. Verzeihung. Und damit kommen wir wieder zum Pro und eben auch wieder zum Contra des Films. Und fangen wir heute wieder mit dem Pro an. Ja, was ist positiv an diesem Film? Positiv ist zum Beispiel, dass die Saurier auf jeden Fall etwas besser dargestellt sind als im zweiten Teil, also gerade die Raptoren. Es handelt sich auch diesmal wieder um Raptoren und nicht um Deinonychus, wie aus Teil 1. Also die, man kann sehen, dass diese auch von den Soundeffekten her ein wenig an Jurassic Park erinnern. Also man hat da schon versucht, klar sind Stuntmans in Gummikostümen, aber drauf geschissen, die sehen auf jeden Fall besser aus als die Saurier in Teil 1. Ja, und auch wenn der Film alles nur klaut aus verschiedenen Filmen, wie eben hauptsächlich Aliens, es wird ja auch auf der DVD hier geworben, hier so hart wie Jurassic Park eigentlich sein sollte, beziehungsweise man soll Aliens und Jurassic Park in einen Topf werfen und herauskommt Carnosaur 2, Attack of the Raptors, aber das habe ich ja vorher schon mal gesagt. Ja, aber trotz allem, dass der Film in jeder Szene irgendwas klaut, also weiß er doch dann an manchen Stellen wirklich Spannung aufzubauen. Also es ist jetzt nicht so, dass mir die Helden total scheißegal waren. Also ja, das sind Abziehbilder irgendwelcher Prototypen, irgendwas. Sie sind nichts Besonderes, aber es ist jetzt nicht so, dass mir die Leute total scheißegal waren. Also mir zumindest nicht. Ein paar, gut, wenn sie verspachtelt wurden, dann dachte ich mir, ja, nur so, ups, tot, schön, wer ist der Nächste, aber ansonsten ist alles okay. Auch die Kameraarbeit fand ich jetzt in diesem Teil nicht sonderlich schlecht. Also gerade am Anfang sieht man so, nach den Credits sieht man eben so eine Kamerafahrt, wie sie durch einen Gang in dieser Anlage geht, unten im Keller irgendwo, und dann in einem Rutsch die Treppe hoch, durch Türen durch, an Kabelsträngen vorbei, an Rohrdämpfen, alles mögliche, alles in einem Rutsch. Also das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Oder ja, ich kenne mich jetzt da nicht so aus technisch, wie man das alles hinkriegt, aber sind schon ein paar nette Kameraszenen dabei, also da kann man echt nicht meckern. Nächster Pro-Punkt wäre zum Beispiel, die Gore-Effekte sind wieder 1A, also sind auch wieder von John Carl Büchler, genauso wie die Saurier hat er kreiert. Und die Gore-Effekte eben, die sind in diesem Film, muss ich gleich dazu sagen, weniger als in Teil 1, aber sie sind saftig, also man kriegt einiges zu sehen. Da wird genüsslich langsam ein Arm rausgerissen, ein Kopf abgerissen und so weiter, also man kriegt schon ein bisschen was zu sehen. Und das Ganze passiert am Schluss, das kann ich sagen. Also am Schluss, die ganzen anderen Tode sind entweder unblutig oder eben im Off.
oder aus POV-Sicht, wenn der Raptor irgendeinem einen umrennt oder so, keine Ahnung. Ja, und die Dialoge, wie eigentlich in jedem Trash-Film oder ja, B-Movie-Trash-Film, sage ich jetzt einfach mal. Er hat auch B-Movie-Anleihen, also ist jetzt kein reiner Trash-Film in Reinkultur. Aber die Dialoge wieder herrlich dämlich, keine Ahnung. Da sitzt Jack Reed am PC und tippt irgendwas. Auch eine der ganz wenigen Szenen, wo wir auch überhaupt sehen, dass dieses Team arbeitet. Also meistens ist er Mo, der ist der Computerspezialist und tippt da überall rum an dem defekten Riesencomputer und schaut sich in die Kamera, die Kameras an und was da so vor sich geht und versucht die ganzen Fehler zu beheben. Ja, Monk ist mal am Funkgerät tätig, aber sonst und Sarah Rawlins darf einmal was schweißen, was sie da schweißt, keine Ahnung, das sah mir eigentlich einfach nur aus wie eine verkleidete Metallwand, wo sie halt mal kurz zweimal bzzz macht und damit ist das Ding wohl repariert, keine Ahnung, macht keinen Sinn, ist auch egal, um das geht's ja auch nicht. Jedenfalls sitzt er da, tippt und Jesse kommt und fragt, ja, was machen Sie da? Und er antwortet so, ja, wir versuchen die Anlage zu reparieren. Vielleicht gibt es ja einen Hinterausgang oder sowas. Ein Hinterausgang? Nein, eigentlich nicht wirklich. Dazu müsste man ein paar Stockwerke tiefer, aber da dürfen sie nicht hin, da komme ich nachher gleich zu. Und dann mit einem Aufzug nach oben, dann würden sie irgendwo rauskommen. Aber soweit ich weiß, gibt es keinen Hinterausgang. Und zudem, in dem Moment ist keine Gefahr. Sie könnten ganz normal zu dem Eingang, in den sie reingegangen sind, könnten sie ja wieder rausspazieren. Also es ist totaler Schwachsinn an sich. Aber naja. Oder ihr müsst mal, ihr solltet mal mitzählen. Ich werde, glaube ich, vielleicht ein Video, das ich auf YouTube entdeckt habe, mal unten rein verlinken. Falls ihr den Film gesehen habt oder wenn ihr euch den Film ansehen wollt, zählt mal mit, wie oft Monk das Wort Scheiße sagt. Scheiße, Scheiße, so eine Scheiße, 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 so eine Scheiße. Also ich weiß gar nicht, jedes zweite Wort von dem ist das Wort Scheiße. So eine Scheiße, ach Scheiße. Also ihr müsst mal mitzählen, ich habe es noch nicht getan. Aber ich habe auf YouTube ein Video gefunden, in dem, auf Deutsch übrigens, wo die ganzen Scheiße-Szenen aneinandergereiht sind. Ich glaube, das werde ich mal unten reinposten. Nur so als kleiner Gag, dass ihr das mal sehen könnt. Das ist auch, ach, herrlich. Einfach herrlich, gefällt mir sehr gut. Gut, kommen wir wieder zum Contra. Hat er auch, aber ja, es ist hauptsächlich Logik. Ja gut, Logik, wer braucht Logik, aber es sind einfach Logiklöcher, wo ich mich als normaler Zuschauer dann doch frage, das müsste doch dir, Regisseur, eigentlich auch aufgefallen sein, dass das so nicht passen kann. Aber egal, zum Beispiel, was mich gestört hat, ist zum Beispiel, es wird gar nicht auf Teil 1 wirklich eingegangen. Es wird mal kurz angerissen, als McQuaid dann doch endlich zugibt, was da eigentlich in den Tiefen der Anlage lauert, auf den Bereichen D und E. Also er erklärt ganz am Anfang, um das zu erklären, er erklärt am Anfang die Bereiche A und bis C dürfen besichtigt werden, beziehungsweise wenn was repariert werden muss, dürfen sie diese Bereiche betreten. Die Strahlung wurde extra runtergefahren, dass während der Arbeit keine Gefahr besteht, aber D und E sind streng geheim, keine Zivilisten. Ja, er rückt dann irgendwann damit raus, dass Yucca Mountain eigentlich ein Atomendlager ist und dass ganz unten Dinosaurier eingesperrt waren, beziehungsweise eingefroren, da ein Team von Wissenschaftlern mal, also das soll dann der Bezug auf Teil 1 wohl sein,
aus Fossilien und irgendeinem Stoff. Also da macht man sich gar keinen Kopf drüber, was genau gemacht wurde. Es wurde halt irgendwann gemacht und Dinosaurier sind da, ist ja okay. Dinosaurier zum Leben erweckt wurden. Die Gefahr wurde dann ja gebannt und sie haben eine Entdeckung gemacht, ein Nest gefunden. Lauter Eier, Dutzende, dass sie eben gebrütet haben, die Saurier. Diese Eier haben sie mitgenommen und eben in diese Uraniummine oder eben Atomendlager unten in den Keller verfrachtet und eben eingefroren. Aber irgendwie ist das Ganze wohl schief gegangen. Kriegt ja keiner mit. Warum kriegt das eigentlich keiner mit? Das ist auch so ein Punkt. Da wären wir beim Punkt Logiklöcher. Wenn McQuaid oder das Militär weiß, dass da unten A, Atommüll gelagert wird und B, Dinosaurier rumlaufen, beziehungsweise hat es nie einer irgendwie kontrolliert, da ob die Dinger noch eingefroren sind, die Eier, oder ob da nicht irgendwas schlüpft oder irgendwas. Da muss doch mal irgendeiner vom Militär hergekommen sein und gesagt, passen Sie auf, ich gehe mal kurz da runter, was auch immer. Wussten die Arbeiter überhaupt davon, wo da arbeiten? Die haben auf mich nicht den Eindruck gemacht, als ob sie da wissen, dass da unten irgendwas gelagert wird, außer Atommüll. Also ich denke mal schon, dass sie von dem Müll wussten, aber nicht, dass da irgendwelche Saurier rumgerannt sind oder rumrennen. Vor allem, die tauchen ja von einer Sekunde auf die andere auf. Also es ist jetzt nicht so, dass, keine Ahnung, die arbeiten da monatelang und dann auf einmal kommen die Dinger hoch und fangen an zu metzeln. Also schon ein bisschen komisch. Es ist nicht mal Militär da, es ist nicht mal irgendeiner da mit einer Knarre, nicht mal der Major hat eine Knarre mit. Nicht mal heimlich, ja, der hat gar nichts mit. Ich sag ja, der ist nicht mal in Uniform und hatte mit Sicherheit noch nie Nahkampferfahrung. Wie auch immer, kommen wir wieder zu den Logiklöchern. Die Bereiche eben 1 bis 3 oder A bis C sind okay. Da können die Leute werkeln und machen, was sie wollen. Obwohl ja die Anlage für Zivilisten gar nicht zugänglich ist, wie auch der Major mal erklärt. Aber anstatt dass man dann Soldaten, die eigentlich wissen, wobei wissen, man weiß ja, wie das manchmal so ist, die Soldaten sind Kanonenfutter und nur die Obrigkeit weiß Bescheid, was da eigentlich ist, aber ist ja egal, anstatt dass man da Soldaten bewaffnet hinschickt, um erstmal zu sehen, was da eigentlich los ist, nachdem der Funkkontakt ja abgebrochen ist mit der kompletten Anlage und die Obrigkeit ja wusste, hey, das sind Saurier, vielleicht ist ja damit was passiert oder und 4 bis 5 sind eben nicht zugänglich, beziehungsweise da hocken eben die Saurier und ich glaube nicht, dass die Mitarbeiter davon wussten. Das wäre schon mal Logikfehler, riesen Logikfehler Nummer 1. Ja, und dann eben, was ich schon angesprochen habe, dieses, warum schickt man ein x-beliebiges Reparaturteam her, anstelle, dass erstmal Soldaten nach dem Rechten sehen, ist das eigentlich, ist alles noch okay, oder ist das nur der Funk, wo ausgefallen ist, kann ja alles sein. Oder warum haben sie nicht zum Schutz noch ein paar Soldaten mitbekommen? Sie hätten ja da irgendeine Geschichte drum rumspinnen können. Ja, damit die sicher gehen, dass ihr nicht da runter geht in den Keller. Hätte man ja auch eine Lügengeschichte irgendwie auftischen können. Aber die Soldaten kommen erst im dritten Teil. Oder was heißt Soldaten? Ja, eine Antiterror-Einheit. Aber dazu kommen wir ja beim nächsten. Ja, und dann hätten wir noch zum Beispiel Jack Reeds, das Trauma. Es wird nur mal ganz kurz angesprochen, bringt den Plot aber absolut nicht vorwärts. Und auch nicht weiter, also Jesse muss den Atomalarm auslösen, dass eine Rettungseinheit geschickt wird, um den Gau zu verhindern. Mal davon abgesehen, es kommt dann jemand, aber die tun den Teufel, um da irgendwas zu verhindern. Die wollen dann eigentlich nur wieder schnell weg, die überleben und einsammeln und weg, aber ist ja egal. Und Reed kommt dazu und fragt, ist alles okay? Und er sagt, ja, ich muss an meinen Onkel denken. Er war der Einzige, der sich mich gekümmert hat, nachdem meine Eltern gestorben sind. Fragt, ob sie Kinder haben, Herr Reed, Mr. Reed. Und er sagt, ja, hatte ich. Er war jünger.
Und Jesse natürlich, wieso war? Und er, ja, es ist ein Unfall, ein Feuer. Verdrückt sich die Tränen und das war's. Also es wird gar nicht mehr wirklich auf das Trauma eingegangen. Es wurde halt kurz erzählt, warum er so, ja, bringt den Plot absolut nicht weiter. Ja, und was noch der größte GAU ist, ist in dem Film dieser Plan, diesen Atomalarm auszulösen, damit ein Rettungsteam kommt, sie rausholt. Aber angeblich, da die Strahlung schon auf Ebene D und E so hoch ist vom Atommüll, würde die Anlage innerhalb von 2 Stunden explodieren. Aber Jack Reed und seine Truppe halten an dem Plan fest, diese Anlage, sobald das Rettungsteam da ist, in die Luft zu sprengen. Wie schwachsinnig sind die eigentlich? Also, aber da, auch im Film wird an diesem Punkt bis zum Ende festgehalten. Es gibt sogar eine Fernbedienung, die diesen Laden hochjagen soll. Und das Geilste ist, die haben nur ein paar C4-Vorräte, mit dem sie die Gänge verminen, damit die Saurier nicht an diesen Kommandozentralraum kommen. Also nicht wirklich gut zu Ende gedacht, das Ganze. Und wie gesagt, das Ding geht von allein hoch. Nach 2 Stunden. Es läuft am Schluss auch ein Countdown. 1 Minute, 50 Sekunden, 40 und so weiter. Und sie sitzen schon im Hubschrauber. Und bei 0 klickt, drückt der wirklich den Knopf. Wozu eine Anlage zusätzlich in die Luft jagen, die sowieso von alleine hochgeht? Oh Gott, nein. Nein, nein, nein. Das ist für meine wenigen grauen Zellen, die ich habe, einfach zu viel. Aber sei es drum. Anlage geht auf jeden Fall hoch. Also, ich spoile auch nicht, wenn ich sowas sage, weil man kann sich doch denken, was da passiert. Und was noch auffällig ist, ist jetzt hauptsächlich bei Teil 3, jawohl, Teil 2 geht's noch, aber es wurde ein wenig Stock-Footage aus Teil 1 benutzt, also gerade am Anfang und der Schlusskampf, weil ein T-Rex taucht auch auf, der fällt ja in der Anlage auch nicht auf, dass da unten ein T-Rex rumrennt, ganz unten, also allein schon das Gebrüll oder das Stampfen, also ist wohl keinem aufgefallen, dass da unten ein T-Rex noch zusätzlich rumrennt. Wie dem auch sei, und somit kommen wir auch schon wieder zum Fazit, Carnosaurus 2 klaut ganz frech bei Aliens, hauptsächlich Aliens, und auch Stück weit bei Terminator 2, also gerade eben der Jesse-Charakter, dieser Edward Furlong fürs kleine Budget, wie ich ja schon gesagt habe. Aber er macht nicht viel falsch und bietet eigentlich einen kurzweiligen Plot und kurzweilige Unterhaltung. Er ist anständig abgefilmt, der Unterhaltungswert ist auf jeden Fall spürbar höher als bei Teil 1. Auch der Humor, gerade was Rick Deans Charakter Monk angeht, kommt jetzt da auch nicht so zu kurz. Also es ist sehr gut, ob man über jeden Witz lachen muss. Ich fand es halt nur witzig, immer dieses Scheiße, so eine Kacke, so eine Scheiße, hier Scheiße, da Scheiße, alles Scheiße. Das fand ich eigentlich so relativ witzig. Und während Teil 1 ja doch wirklich bierernst und als Schnellschuss zu Jurassic Park abgedreht wurde, hat man sich dann doch bei Carnosaurus 2 bemüht, dann doch, auch wenn, wie gesagt, geklaut, einen eigenständigen Plot aufzufahren. Man geht auf Teil 1 gar nicht erst ein. Man erzählt, es wurde mal gemacht von irgendwelchen Wissenschaftlern. Es war ja eigentlich nur eine und die hat ja heimlich damit. Aber das könnt ihr ja im Teil 1 Review nachschauen, wenn ihr Lust drauf habt. Es ist sicher nicht der beste Alien Rip-Off Film, aber er ist schaubar. Und Vorkenntnisse zu Teil 1 braucht man, wie gesagt, nicht. Also kann man sich bedingungslos anschauen. Der Trash-Fan sowieso und auch der B-Movie-Freund könnte da seinen Gefallen dran haben. Nur eins müsst ihr bedenken, keine Jurassic Park-Effekte erwarten, das ist schon mal gar nicht. Überhaupt keine CGI-Effekte, alles noch handgemacht. Das ist ja bei mir sowieso immer ein großer Pluspunkt. Auch wenn die Saurier jetzt, sage ich mal, animatronisch, gerade T-Rex animatronisch und die Raptoren sind
Man in Suit, sage ich mal so Godzilla-mäßig, aber das sieht man in Teil 3, zu dem ich ja dann demnächst dann kommen werde, noch viel extremer. Gut, und dann kommen wir letztendlich zu meinen Punkten und ich gebe Teil 2 gut gemeinte 6,5 von 10 Gummisauriern. Warum? Weil mich Teil 2 doch mehr unterhalten konnte, ein Stück weit mehr unterhalten konnte als Teil 1. Und ich denke, das ist vollkommen okay. Wartet ab, Teil 3 folgt. Der konnte mich auch ein Stück weit unterhalten, aber gegen Ende war ich dann doch leicht angefressen. Und so Raptor, dem ja, inoffiziellen vierten Teil, sage ich besser gar nichts. Da habe ich auch die DVD nicht, da gibt es auch kein Review von. Ja, wie gesagt, das war's wieder von mir. Nach längerer Zeit mal wieder vor der Kamera. Ich glaube, ihr habt es gemerkt. Äs und Ös. Und vielleicht bin ich mal hier und da wieder ein bisschen abgeschweift. Aber war in letzter Zeit einfach alles ein bisschen stressig. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ihr hattet wieder ein bisschen Freude. Ich hoffe, ihr kommentiert wieder fleißig. Apropos, dieses neue YouTube-Zeug, wenn ich das mal noch kurz einwerfen darf, ist ja, ich komme vom Urlaub zurück, schaue meine Kommentare an unter meinem letzten Video und kann ich antworten, dem anderen kann ich wieder nicht antworten. Was soll das? Ich mache mir da besser gar keinen Kopf, aber wenn es wirklich noch extremer wird, dass man hier gar nicht mehr durchblickt, weil er nur noch rumgebastelt wird und gar nicht mehr auf die Leute eingegangen wird, die das Zeug wirklich nutzen, also dann bin ich echt am Überlegen, ob ich mir eine andere Plattform suche. Also so langsam aber sicher regt mich das dann doch auf, weil ich bin kein so ein Computerfreak, der sich da sofort auskennt und weiß, ah halt, das ist ja dann so und so. Nö, bin ich nicht. Aber egal, das jetzt nur mal so kurz eingeschoben, was mir halt aufgefallen ist und was mich auch stört. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude mit meinem Video. Das nächste Review, ich hoffe, es wird der Slasher für den Oktober sein, der bin ich euch sowieso schuldig, der kommt auch. Gar keine Frage. Vielleicht am Wochenende mal schauen, wie ich zeitlich drauf bin, weil ich habe jetzt doch noch ein bisschen was zu tun. Und ja, wie gesagt, wie auch immer, was auch immer kommt, wann es auch kommt, wir sehen uns auf jeden Fall, hoffe ich, wieder im nächsten Video. Und bis dahin, ciao und Vorsicht vor Gummisauriern. Wie immer.